im Osten, ich tue ja nicht weh. Genau. Und also die Eins ist mit Schritt und soll dir den Hals abschlagen. Ne? Der zielt dahin. Und ist ein gezogener Hieb, das heißt, ich würde, wenn ich ihn ausführen kann, ist das ein Hieb und den würde ich so zurückziehen. Ne? Also ich schneide, also das ist ein schneidender Hieb. Also das ist nicht, bei Stockkampf wäre das so, du würdest einen Stock kriegen, dann wäre der Schlüsselbein kaputt. Ne? Ne? So, und hier ist das so, es geht um den gezogenen Hieb. Das heißt, der Hals klafft so auf und der Kopf fällt runter wahrscheinlich. Die 2 ist dasselbe, kommt von der anderen Seite, zielt auf die andere Seite. Dann geht auch als gezogener so zurück. Die 3 machen die meistens die Lehrer so, dass der hier seitlich kommt, der zielt auf Niere, Hüfte. Ne? Und die 4 ist die andere Nummer und dann gibt es noch den Stich. Und Stich ist auch eine Sache, das hat Haller mir so beigebracht. Der Stich, eine Sache ist, wo man den Körper dreht, um sich selbst weniger Angriffsfläche zu... Ne? Also ich steche nicht so, sondern ich komme so, dass ich selber mich schlank mache dabei. Und ich finde aber den Hieb 3 und 4, also diese hier, die finde ich nicht so gut. Ich fand die immer sinnvoller, wenn ich die von unten ziehen konnte. Und dann immer hier Schaltbox, Kopf, ne? Von unten ziehen, zack, zack. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich möchte ja gerne weitergehen. Also im Eskrima wurde dann immer hier, da wurde so ein Kreis, wir hatten einen dunklen Ritzel vom Kreis, der war irgendwie mit Kreide gemalt. Das ist ja so diese, vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann wurde halt am Kreis sozusagen der andere da am Kreis dann mit Richtungswechsel. Da ging das einfach darum, dieses Ding am Kreis zu üben. Ne? Kreis als, ja. Dirk hat das oft auch genannt, die Jagd um den Küchentisch, ne? Also, um das zu verstehbar zu machen. Also das... Das ist natürlich auch noch anders. Diese hier, ne?